Oh nein, ich sag's dir. Das ist, ne? Zum Glück. Mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Ah, Leute, Folge 69. In dieser Folge gibt's eine Triggerwarnung für Suizid. Ganz kurz eine Sache, die ich bei Leroy gesehen habe. Und was soll ich sagen? Der Mann hat recht. Schaut mal, fast 40% aller Leute, die hier zusehen, haben den Kanal nicht abonniert. Aber für jeden, der Content produziert, ist gerade diese Abonnentenzahl wichtig. Es hilft mir sehr, wenn ihr das hier feiert und mir ein Abo dalässt. Ich meine, 40% haben keins, das ist eine Menge Potenzial. Tut mir einen Gefallen und lasst ein Abo da. Und das ist auch jetzt genug mit der Werbung. Wir gehen direkt rein. In der letzten Folge habe ich euch von Silvester erzählt und davon, wie ein lustiger Abend so nach und nach kippt. Wir hatten damals einfach zu viel von dem kleingestampften Ecstasy-Pulver genommen und irgendwann setzte die Paranoia ein. Und wir löschten erst das Licht und machten dann die Musik leiser, aber ganz zur Ruhe kamen wir nicht. Gegen 4 Uhr schleicht sich das erste Mal der Gedanke ein, dass die Tür sich bald wieder öffnen würde. Und das hinterlässt bei uns allen ein extrem schlechtes Gefühl. Vielleicht kennen das die unter euch, die selber Nächte durchgefeiert haben auf Pep oder was. Allein die Vorstellung, in der Früh ein Päckchen in Empfang nehmen zu müssen. Ach was, allein die Vorstellung, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, ist in dem Zustand ätzend. Jetzt stellt euch vor, ihr sitzt im Knast, in der Gemeinschaftszelle und bald wird das Leben um euch herum wieder beginnen. Klack, klack, klack. Und die Tür fliegt auf und ein uniformierter Beamter will mit euch kommunizieren. Versteht ihr? Rivas schläft bereits, aber wir anderen 5 schauen uns betreten an so. Es wird hart werden. Und plötzlich stellt Norbert die Frage, die seit Menschheitsgedenken einen schlechten Trip einläutet. Leute, wie lange hält es denn noch? Er meinte, wie lange hält die Wirkung der Pille noch an? Er versucht es leichtfertig und eigentlich ungezwungen zu sagen, aber in seiner Stimme schwingt ein Unterton von Angst mit. Ich kenne das, ich zuck mit den Schultern und beginne im Kopf so ein bisschen zu rechnen. Den Farben nach waren es 3 verschiedene Ecstasys gewesen, vielleicht je 5 Stück. Also wir zu 5 hatten wir jeder mindestens 3 Teile genommen. Ralle ein bisschen weniger, wir anderen mehr. Und was soll ich sagen? Ich versuche Norbert zu beruhigen. Ich sage ihm, hey, bleib cool, es wäre fast vorbei. Aber seien wir mal ganz ehrlich, der hat zum ersten Mal in seinem Leben Ecstasy eingebaut und der wird wohl eher nicht mehr schlafen können. Und ab jetzt beklagt er sich. Er beklagt sich mehrfach. Es geht ihm so schlecht und er verschwindet auch mehrmals aufs Klo. Ich höre ihn würgen und ich glaube, er versucht, seinen Mageninhalt auszukotzen, weil wahrscheinlich hofft er, dann schneller wieder nüchtern zu sein. Aber da hast du bei pulverisiertem Zeug hast du keine Chance. Und in der Zwischenzeit, ja, nervt er mit paranoiden Sprüchen und dem besorgten Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Es kommt auch zu einem kurzen Streit, in dem ihm mal gesagt wird, ey, ab jetzt hältst du besser dein Maul. Aber es fällt ihm nicht leicht, weil er es so drauf ist. Und immer wieder stellt er Fragen und nervt drum. Wie lange können die das jetzt noch testen und nachweisen? Tun wir morgen auch so die Zähne weh? Warum muss ich ständig pinkeln? Ist alles in Ordnung? Irgendwann unterhält sich nur noch Ralle mit ihm. Der liegt bereits im Bett und versucht so runterzufahren. Norbert hat seinen Stuhl direkt vor dessen Bett so gezogen und redet jetzt mit leiser und besorgter Stimme so auf den armen Mann ein, halt so. Irgendwann wird auch mir übel. Ich denke, mein Magen hat durch den Tablettenmissbrauch der letzten Wochen eh schon eine harte Zeit gehabt und das Pulver zusammen mit dem Angesetzten, das war einfach zu viel. Ich musste mich auch übergeben, mir ging es danach besser. Und legte mich halt dann auch ins Bett. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie oder was. Ich weiß noch, dass sich alles drehte und dass im Fernsehen irgendein Science-Fiction-Film lief. Und immer wieder höre ich, wie jemand Norbert sagt, dass er seinen Mund halten soll. Also das war so der Tenor von diesen 2 Stunden oder was. Die Feiereier unter euch kennen diesen Zustand. Man liegt im Bett und ist zu fertig, um irgendwas zu machen, aber man kann immer noch nicht richtig schlafen. Das Herz klopft, wum, wum, wum. Es ist heiß, der Schädel wummert auch mit. Und man dreht sich von einer Seite auf die andere Seite. Und die Vorstellung, dass bald Tag wird, ist unerträglich.
In den Momenten versuchte ich mich früher immer einfach aufs Atmen zu konzentrieren. Ein, aus, ein, aus. Dabei darauf achten, dass man nicht zu sehr kiefert, nicht zu sehr mit den Zähnen knirscht, versuchen zu entspannen. Es gab Zeiten, da habe ich da immer noch Pornos geschaut, so hart wird man eh nicht mehr, aber es ging darum, irgendwie dem Gehirn noch irgendwelche extremen Reize zu geben, um überhaupt noch irgendwas zu fühlen. Das geht natürlich in der Gruppenzelle im Knast weniger gut, also liege ich einfach da und drehe mich von der einen auf die andere Seite, schlafe aber nicht ein. Und dummerweise vergeht in solchen Momenten die Zeit wie im Flug. Und ich folge den Zeigern, wie sie gnadenlos Richtung Aufschluss vorrücken. Und um kurz nach 7 quäle ich mich wieder aus dem Bett, ohne eine Minute geschlafen zu haben. Ich werde mir den Kaffee reinziehen, ein paar Kippen rauchen und dann in den Hof gehen. Guter Start fürs neue Jahr. Schon vorher habe ich Anducha und Sascha schlafen gehört, weiß keine Ahnung, wie die es gemacht hat. Die hatten es geschafft und waren auch jetzt noch im Reich der Träume so, müssten aber auch gleich aufstehen. Rivas und Ralle hatten ebenfalls die Decken über die Köpfe gezogen. Aber als ich vor zum Tisch komme, sehe ich Norbert dort sitzen. Und er hat den Kopf so in die Hand gestützt so und raucht. Und niemals zuvor habe ich so ein mitleiderweckendes Gesicht gesehen. Der sieht aus, als hätte man ihm gesagt, dass seine Schwiegermutter bei ihm einzieht und ihre 4 Katzen mitbringt und er ab jetzt jeden Morgen ihre Stützstrümpfe anziehen muss. Komischer Vergleich irgendwie, weirdes Beispiel. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Sehr traurig sah er aus. Er sieht mich so an, schüttelt den Kopf so. Sowas habe ich noch nie erlebt. Schrecklich. Und ich kann nicht mehr. Und ich fange an, so unkontrolliert zu lachen, weil... Als ich über den Abend hier nachgedacht habe, ist mir erstmal kaum irgendwas eingefallen. Und ich bin sicher, ich habe einen Großteil dieser Zeit vergessen. Aber als ich anfing zu schreiben, ist mir dieses Gesicht am Morgen wieder eingefallen. Und ich schwöre euch, ich bin dankbar dafür, weil es war einfach zu lustig. Der arme Mann wusste nichts von runterkommen. Und der crashte so richtig hart. Die nächsten Tage sollte das ein großes Problem werden, aber in diesem Moment... war es einfach nur lustig. So, ich setze mich hin, drehe mir eine, kann nicht mehr lachen. Und der beginnt sofort zu jammern, so, dass Leute sowas freiwillig machen und so. Nie wieder, nie wieder. Plötzlich hört man das altbekannte Geräusch. Und diesmal klingt es strange. Mein Gehör hat sich noch nicht richtig wieder eingepegelt. Ich tue so, als wäre ich übertrieben hart damit beschäftigt, mir Kaffee so zu machen, dass ja keiner irgendwie mich sieht. Ich sag nur so über die Schulter, ja, guten Morgen. Der Beamte schmettert uns ein stabiles, frohes Neues entgegen. Norbert winkt ab so, sagt nichts. Und der Beamte gibt sich damit zufrieden und geht auf zur nächsten Zelle. In Amberg interessierten die sich eigentlich echt einen Scheiß dafür, was wir gemacht haben. Die anderen stehen auch langsam auf so und alle außer Ralle und Norbert gehen wie immer gemeinsam in den Hof. Lux und Chris, die direkt hier in der Nachbarzelle sind, ja, frohes Neues und fragen sofort, ob wir noch was übrig haben. Hey Digi, ihr wart gestern Nacht so laut und so, der ganze Knast hat euch gehört und so, habt ihr noch und so. Und ich so, das ist weniger gut. Kommt aber auch nicht wirklich unerwartet. Ich meine, wir hatten das Radio ans Fenster gestellt, weil wir nur dort Radio Sunshine empfangen konnten. Und alle wollten Elektro hören, also stand das Radio die halbe Nacht da oben. Und jetzt torkeln 3 von uns mit tiefen Augenringen durch die Gegend, so versuchen mit der Helligkeit klarzukommen. Und das ist jetzt so der Moment, wo man in Freiheit mit dem Hund raus muss. So, obwohl man eigentlich nur liegen bleiben will, schlafen will oder sterben will. Und da bin ich im Hof rumgelaufen. Und wieder auf Zelle angekommen, gibt's eine kleine Überraschung. Aus der russischen Ecke sind ein paar Meth Crystals zu uns gekommen, so ein paar kleine Rocks. Und um das neue Jahr feierlich einzuleiten, ziehen 3 von uns kleine Lines. Sofort, hellwach, wiederhergestellt, Meth ist Teufelszeug, funktioniert immer. Ich beginne das neue Jahr also mit leerem Magen und großen Augen. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich wüsste, was in den nächsten Stunden passiert. Keine Ahnung. Ich kann euch nicht mal sagen, ob es jetzt 1, 2 Tage so, wie es jetzt so weiterging. Ich weiß nur, zwischendrin kleine Lines gezogen. Und als ich irgendwann wieder eine kleine Line ziehe,
fragt Norbert so aus dem Nichts, ob er ein mini bisschen vom Meth probieren könnte. Ja, die Abstinenz hat lange gehalten, hä? Nie wieder und so. Er zuckt so mit den Schultern, mir geht's so schlecht und schau mal, ihr seid alle wieder besser drauf. Und Leute, das ist wohl einer der schlechtesten Gründe, Drogen zu nehmen, die es gibt. Aber naja, wer waren wir, jemanden vom Konsum abzuhalten? Heute hätte ich ihm ganz klar abgeraten, weil ich glaube nicht daran, dass man konsumieren sollte, wenn es einem schlecht geht. Das setzt sehr, sehr bösartige Anker in eure Haut rein und das ist safe ein Weg in den Abgrund. Wenn wir von Konsumkompetenz sprechen, das ist definitiv der falsche Moment. Norbert, wenigstens war er so geheilt, dass er nie wieder was durch die Nase ziehen wollte und so mein schmerzverzerrtes Gesicht nach den Lines macht ihm auch nicht viel mehr Bock drauf. Und wir geben ihm einen winzigen Rock ab. Vielleicht die Hälfte von 01. Und er löst es in seinem Kaffee auf. Trinkt den. Und nach einer halben Stunde hat er solche Strahler. Pupillen sind riesig. Er läuft ab und ist super duper wach. Und ich fange abends an zu zeichnen. Das hatte ich manchmal, wenn ich drauf war. Ich begann dann draußen, begann ich mit Bleistift und endete so mit Lackstift. Und am Ende war das Bild, zwischendrin war das Bild mal gut, aber am Ende war es komplett versaut. Das siehst du, Messkonsum sehe ich auch bei anderen Künstlern. Das ist die Droge, die ich am schnellsten an anderen erkenne. Wie die sich verhalten, was die machen, was die produzieren. Ganz schrecklich. Und ich glaube, ich habe auch die ganze Nacht durchgezeichnet, ne? Auch wenn man dort nur Kugelschreiber hat, ist das Bild irgendwann nach 16 Stunden irgendwie dann doch ruiniert. Und zwischendrin, weiß ich nicht, quält man sich einen Apfel rein oder wenn man hat, eine Banane. Draußen habe ich dann immer Baby Bry und Smoothies reingezogen, um zu überleben. Tagelang. Dazu Vitamintabletten und wenn es irgendwie mal geht, einen Eiweißshake so. Im Knast hatte ich davon nichts. Und das Essen, das die austeilen, kriegt dich sicher nicht runter. So. Das Einzige, was du dann irgendwann essen konntest, waren dann so diese Yam-Yam-Nudeln. So, ne, mit dem Wasserkocher-Nudeln. Und von dem Scheiß, Leute, habe ich mich als Jugendlicher mal ernährt. Und ich meine, wir haben uns schon... Ich habe immer gesagt, ich war nie süchtig, so, ne, weil ich auch nie irgendwie... Ich hätte nie... Mein letztes Gramm hätte ich immer verkauft. Wenn meiner Geld dafür gegeben hätte, hätte ich es immer verkauft, auch wenn ich gewusst hätte, es geht nichts mehr. So, also ich habe nie... so hängen geblieben. Aber wir haben uns schon heftig gegeben manchmal. Aber gut, lassen wir das. Dafür sind wir nicht hier. In meinem Kopf damals die Tage verschwimmen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann im Bett lieg, Fieber hab und mir ein fetter Pickel aus dem Oberschenkel wächst. So ein Meth-Pickel, den du nicht drücken kannst. Das Jahr fängt also wirklich gut an. Ich weiß aber wenigstens, was mit mir los ist. Norbert nicht. Der schläft jetzt seit mindestens 3 Nächten nicht. Zwischendrin schreibt er wirre Briefe an seine Ex und auch sonst wird er immer komischer. So seitdem ich ihn ausgechockt habe, seitdem ich ihn gewürgt habe, ist er nicht mehr frech zu mir, aber er ist komisch. Am schlechtesten von uns allen kommt Rivas mit dem durchgeschossenen Norbert zurecht. Das macht auch Sinn. Und ich sehe, wie er ihn so aus den Augenwinkeln beobachtet. Und der Hass von Stunde zu Stunde wächst. Rivas hat nichts konsumiert. Und Norbert ist aufgedreht und verwirrt. Und er redet und redet. Und nicht mal die obligatorischen Nackenschellen, die Rivas verteilt, können ihn noch stoppen. Und irgendwann, nach circa 48 Stunden, kommt es zu einem richtig ekligen Zwischenfall. Und das alles hat sich in mein Hirn gebrannt. Und warum soll ich es euch ersparen? Wir sind hier zusammen, wir sitzen hier zusammen. Übrigens schon seit 1,5 Jahren, ja? Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das alles damals gelaufen ist. Aber es war der Anfang vom Ende. Norbert litt unter Hämorrhoiden. Was niemand von uns auch nur im Entferntesten kümmert. Was interessiert mich, ob ein alter Typ Hämorrhoiden hat? Ich hatte auch nie darüber nachgedacht, was das für ihn bedeutet. Und es war mir vollkommen egal, ob der leidet oder was. Bis an dem Tag Rivas aus der Toilette gestürmt kommt. Kurz zuvor war Norbert irgendwie circa eine Stunde da drin rumgehangen. So. Norbert war in den letzten Tagen irgendwie viel auf dem Klo gewesen während seines ersten Mals Meth. Und das kann ich verstehen. Ich habe heute auch noch, ich sehe das Zeug nur und könnte direkt aufs Klo gehen halt. Zu dem Zeitpunkt
wusste ich überhaupt noch nicht, was los ist. Aber Rivas hat einen roten Kopf und schreit, Norbert Blatt, spinnst du, du Schwein? Ich check erst gar nicht, worum es geht. Aber anscheinend hat Norbert blutige Handtücher im Klo rumliegen lassen. Weil als er sich irgendwann mal beim Arzt darüber beschwert hat, dass man das Klopapier kaum benutzen kann, wenn man Schmerzen hat, weil es wie Schmirgelpapier ist, hat der ihm anscheinend gesagt, er soll einfach ein Handtuch benutzen, die sind ja weich genug und so. Was der Arzt dabei anscheinend nicht bedacht hat, ist, wie sich andere fühlen, wenn sie sehen, wie ein Mitgefangener die Handtücher, die auch wir benutzen, für seinen Arsch benutzt. Ich meine, wenn die aus der Wäscherei wiederkommen, benutze ich die für mein Gesicht. Das sind Community-Handtücher. Versteht ihr? Selbst wenn die wieder sauber werden, ist es eine mentale Geschichte. Die Vorstellung ist gewöhnungsbedürftig. Und was soll ich jetzt sagen, Mann? Das Ganze ist eklig. Es ist furchtbar, aber es ist die Wahrheit. Und als Rivas die blutigen Handtücher sieht, am Boden, dreht er durch. Wisst ihr, Blut ist so eine Sache. Viele sind krank im Knast und man versucht wirklich, sich vom Blut anderer Leute fernzuhalten. Ich meine, man selbst versucht, falls man sich beim Rasieren mal schneidet oder irgendwas, ich lasse keinen Blutfleck im Waschbecken, nichts, dass das keiner sieht oder das gehört einfach zum guten Ton. Und leider ist Norbert schon zu lange wach und was auch immer er getan hat im Bad, er hat die dreckigen Handtücher am Boden dort liegen lassen. Und Rivas schreit Norbert an, sich zu bewegen, das Chaos wegzuräumen. Aber Norbert, der hat seit Tagen nicht geschlafen, Mann. Der weiß kaum, wo oben und unten ist, wird angeschrien. Und der reagiert mit fahrigen Bewegungen und einem leeren Zombie-Blick. Und als er die Handtücher in der Hand aus der Toilette kommt, denke ich, Rivas killt ihn jetzt. Was ist los mit dir, Junkie Blatt? Und Norbert zuckt so und er weiß nicht, wohin mit den Handtüchern. Und sie fallen ihm aus der Hand. Und in dem Moment, in dem er sich nach vorne beugt, um sie aufzuheben, holt Rivas aus und gibt ihm einen bitterbösen Tritt in den Arsch. Und das ist ein richtiger Elfmeter, voll mit der Spitze, genau dorthin, wo Norbert anscheinend eh schon blutet. Der Schmerzensschrei, den er von sich gibt, werde ich nie vergessen. Der bricht direkt zusammen und droppt dann so auf den Boden rum auf der Seite, beginnt zu weinen und windet sich und heult. Was jetzt? Jetzt schreien wieder alle, böser Rivas. Was für ein Monster. Und ja, ihr habt recht, das ist furchtbar, ist klar. Aber Rivas lebt nun schon seit 3 Tagen zwischen Druffis und Bullshit. Und als er aufs Klo gehen will, liegen Handtücher, die er potenziell für sein Gesicht nimmt, voll Blut und Scheiße am Boden. Versteht ihr das? Wir haben keine Ahnung, was in ihm vor sich ging. Und ich glaube, wenn wir in Nord- oder Südamerika oder Afrika gesessen hätten, dann hätte Norbert an diesem Tag getötet. Der liegt auf dem Boden, hält sich den Po so und fleht um Gnade. Er betet. Das ist Knast, Leute. Das ist Knast. Die Stimmung danach ist natürlich nicht mehr gut. Jeder ist aufgewühlt wegen der Handtücher. Ich schimpfe auf den Doktor, so, ne, ich bin auch drauf. Ich schimpfe auf den Doktor, der Norbert den Rat gegeben hat. Andrucha und Sascha beruhigen Rivas. Und Norbert hält sich den Hintern und schluchzt und Ralle. Ralle guckt die Wiederholung einer Folge von Ghost Whisperer. So beginnt das neue Jahr. Ich wünsche euch dieses Jahr allen einen besseren Start. Ich konnte damals tagelang nicht trainieren, ich hatte riesige Aften, also offene Stellen im Mund vom Meth. Alles tat weh und ich musste mich erst langsam wieder ans Essen, an festes Essen gewöhnen, an feste Nahrung gewöhnen. Auch die Psyche macht mir zu schaffen. Nach dem Serotonin-, Endorphin-, Dopamin-Sturm an Silvester und den 2, 2,5, 3 Tagen, die ich im Flow auf Meth gezeichnet habe und gelabert habe. Danach war mein Glückshormonspeicher leer und ich crashte hart. Was mir half, ist jahrelanges Training und erlernte Strategien, um irgendwie eine Lösung für mein Runterkommen zu finden, klarzukommen. Ich wusste, was zu tun war, um eben nicht allzu verzweifelt zu werden. Draußen ist der Abschluss eines Feierwochenendes für mich immer die Badewanne gewesen.
in der Badewanne, heißes Wasser, dabei Eis essen, so Caretta, Cola Beach Eis in mich rein, eine Tüte rauchen und danach ins Bett. Das ist im Knast nicht so leicht. Das ist auch ein Grund, warum ich später keine Drogen mehr dort genommen habe. Das gehört für mich da einfach nicht hin. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Ich tat also, was man tun kann. Und mit das Wichtigste ist, trinken, essen, bewegen. Nicht grübeln, nicht darüber nachdenken, was gewesen ist und was sein wird, sondern einfach heilen. Regenerieren. Ich blieb aber auch für mich und versuchte zu schlafen halt. Jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr tut. Also nicht ihr, sondern was eure Freunde tun, wenn sie runterkommen. Sammeln wir das ein bisschen. Ja, und auch nicht, um irgendwen zu irgendeinem Konsum zu motivieren, sondern einfach, weil es interessant ist zu sehen, was die Leute so machen. Also bei mir war es Badewanne, Cola Beach, Tüte, schlafen. Wisst ihr, was mir heute am allerbesten hilft? Am allerbesten? Gar nichts reinballern. Dann muss man auch nicht durch den Blues so. Ja? Das ist auch ein Teil von Konsumkompetenz, zu sagen, ey, ich konsumiere kein Meth. Ja, das fickt mich 3 Tage lang, 5, bin eine Woche im Arsch. Beulen im Bein, Alter. Und das nicht konsumieren ist ein blöder Spruch, aber irgendwie auch wahr. Im Nachhinein, wenn ich daran denke, wie das alles für Norbert gewesen sein muss, der absolut keine Drogenerfahrung hat, der schleicht eigentlich nur noch humpelnd durch die Gegend so. Eigentlich will er zum Arzt gehen, aber der sieht original aus wie jemand, der 3 Tage lang Pillen geschmissen und Meth geballert hat. Also wirklich, man sieht es ihm an und er hatte Angst, dass man ihn halt auf Drogen testen würde, wenn er sich auf der Erdoberfläche zeigt. Und damit hat er 100% recht. Also humpelt er rum, kann nicht sitzen, sprüht sich ständig irgendwie Desinfektionsmittel hinten in die Hose. Und das ist auch besser für ihn, denn Wunden infizieren sich so richtig schön, wenn man Meth genommen hat. Keine Ahnung, ob es am runtergefahrenen Immunsystem liegt oder an sonst was, aber beim Konsumieren von dem Scheißzeug heilt man wirklich nicht mehr gut. Jeder Schnitt ist eine Entzündung. Es geht ihm also nicht gut. Aber uns allen ging es nicht gut. Die ganze Zelle ist lost. Und eines Tages geht Norbert auf die Toilette, sperrt ab und kommt nicht mehr raus. Anducha ist der Erste, dem es irgendwie auffällt. Der will halt ins Bad wahrscheinlich und klopft. Und Norbert! Keine Antwort. Tuk, tuk, tuk. Norbert, was ist los? Schläfst du? Keine Antwort. Anducha läuft mal zu seinem Bett so und schaut sicher gehen, dass er wirklich nicht da ist. Dann klopft er lauter. Bum, bum, bum. Norbert antwortet nicht. Wir anderen wachen auf und irgendwer macht das Licht an. Rivas wird sauer so und ruft nun aus. Ey, Norbert, blöd, was machst du jetzt wieder? Schon ein komisches Gefühl gehabt. Da die Tür kann man von außen mit etwas Geschick so aufbekommen. Sascha hat die, glaube ich, aufgemacht. So, knack, rein. Und ich bin noch nicht richtig wach. Ja? Aber ich ahne, was wir sehen werden. Ihr auch? Stimmt, ihr auch. Norbert sitzt am Boden, die Arme mit Schnittwunden übersät. Mit einer Rasierklinge hat er sich gut 7, 8 Schnitte selbst verpasst. Und er sitzt so am Landboden, am Rand. Der ganze Boden ist voll Blut. Er selber ist voll mit Blut. Norbert wirkt wie eine Leiche, ist aber am Leben. Und jetzt schaut er so von unten mit seinem droopy Dogface, Alter. Tiefe, schwarze Augenringe, strähniges, fettiges, blondes Haar und schöne Augen. Zum ersten Mal fällt mir auf, Mann, dass er schöne Augen hat. Die sind grün oder graublau so. Schön. Ein bisschen wie der Junkie bei Requiem for a Dream. Light kann Gesichter schön machen. Das ist bizarr. Sehr bizarr. Er sieht uns so kurz an und senkt den Blick. Du siehst, er schämt sich. Hublet, sagt Anducha. Und beugt sich zu ihm runter. Ralle steht nebendran. Ich kenne Ralle eigentlich nur liegend und bei ihm fällt mir jetzt auf, wie groß er eigentlich ist so.
Sag mal, Tag der Überraschungen, Alter. Der Mann ist 1,95, Mann. Stehend. Noch nie gesehen. Ralle fragt nervös, ob er die Glocke drücken soll. Also den Notruf, ne? Und wir alle blicken uns an und überlegen einige Sekunden. Drogen sind keine mehr hier. Das geschmuggelte Handy ist in Sicherheit. Wenn sie ihn so rausholen, testen sie uns. Wir sind alle positiv. Aber vor allem, der liegt gerade da und verblutet. Also ja, nach einigen Sekunden sagt Andocha, drück, beeil dich. Es ist auch Andocha, der tröstend auf Norbert einredet. So, ich kann schwer einschätzen, wie schwer die Verletzungen sind. Zumindest sehe ich nirgends Blut spritzen oder so fließen. Aber es ist viel Blut. Ich glaube trotzdem, habe ich geglaubt, dass er nicht ernsthaft in Lebensgefahr ist. Aber ich habe auch keinen guten Radar. Leid tat er mir. Und hin und wieder schaut er jetzt so scheu auf, während im Hintergrund Ralle versucht zu erklären, was passiert ist, ohne irgendwelche Informationen preiszugeben. Ralle ist einfach trotz allem Hafterfahren. Und man merkt so, wie er in nichts reingezogen werden will. Jo, wir brauchen einen Notarzt. Na, wieso na das? Es gibt einen Verletzten. Was? Was hat er denn? Ich weiß nicht, aber er blutet. Na, wieso na das? Bitte schicken Sie einen Sani und beeilen Sie sich. Ja, und Sie, San? Zelle 107, bitte schnell. Ich bring einige Handtücher und wir legen sie über die Wunden. Und da seht ihr wieder, wie wichtig Handtücher sind. Die kann man nicht einfach mit aufs Klo nehmen, Mann. Tatsächlich redet Andocha die ganze Zeit über mit Norbert und bis der Sani endlich antanzt, ist Norbert auf Anduchas Schulter so gestützt bis an den Tisch vorgegangen. Andocha hat sich nicht mal vor dem Blut geekelt. Und dort sitzt er, Andocha vor ihm in der Hocke, so lange, bis tatsächlich endlich die Kostklappe aufgeht und ein Beamter seinen dicken Schädel reinstreckt. Jo, was ist denn? Andocha macht einen Schritt auf die Seite so. Und beim Blick auf den zusammengekauerten, blutigen Norbert bleibt dem Beamten der Mund offen stehen. Dafür fliegt die Kostklappe wieder zu. Fump. Ein paar Minuten später geht die Tür auf. Man kann nicht sagen, der Sani ist schnell da gewesen, alles in allem. Und die Beamten haben die Tür unbürokratisch geöffnet. Weil eigentlich hätten sie uns nachts sicher nicht so aufsperren dürfen. Ich glaube, die waren, lass es fünf sein, vier oder fünf Beamte, wir hätten die leicht überwältigen können. Aber keiner von uns dachte in dem Moment an sowas. Norbert soll, nachdem er kurz untersucht, der Sani hat kurz geschaut, hat schon angefangen abzutapen, und dann steht er auf und verschwindet mit dem Sani. Da hat im Rollstuhl haben sie ihn weggebracht, genau. Im letzten Moment, als er schon so im Rollstuhl sitzt, drückt ihm Andocha noch einige Fotos seiner Kinder in die Hand, die er so vom Spind abgezupft hat. Oder vom Bett, der hat, glaube ich, am Spind waren die, glaube ich, da hat ihm Norbert in die Hand gedrückt noch. Und das Letzte, was ich von ihm sah, war so, Norbert lächelt schwach und hält die Bilder so an die Brust. So. Mach's gut, Mann. Wird schon wieder. Rufe ich ihm noch nach und das ist das letzte Mal, dass ich ihn sehe. Ein Beamter sagt uns am nächsten Tag, wir sollen seine Sachen zusammenpacken und irgendwann holt ein Hausarbeiter die paar Dinge ab. Und das war's. Wir sind wieder fünf. Die Stationsbeamten befragen uns auch, aber was soll ich sagen, Alter? Wir wussten, wir mussten nicht groß was erfinden. Ja, wissen Sie, der kam mit der Haftsituation von Anfang an nicht klar. Hat die ganze Zeit behauptet, er ist zu Unrecht eingesperrt. Unschuldig, Sie wissen ja, das ist immer schlecht. Die denken immer, ne, die schaffen es nicht gut. Ach ja, dann hat seine Frau ihn ja jetzt verlassen und Weihnachten hat ihm den Rest gegeben. Wissen Sie, er war sentimental. Ach ja, ja, gesundheitliche Probleme hat er auch. Fragen Sie nicht da irgendwas hinten. Und ich glaube Vitamin D-Mangel, weil der Mann war nie im Hof. Mehr passierte nicht. Wenn du das Messer gegen dich selbst richtest, gibt es nichts zu ermitteln. Wir sind trotzdem nervös. Die Drogensache steht ja auch noch im Raum und die werden ihn testen. Aber es soll schon passieren. Im schlimmsten Fall sind wir halt alle mal wieder positiv bzw. verweigern. Das heißt Bunker und Sack, aber es ist auch kein Weltuntergang. Und nach einigen Tagen fühle ich mich besser. Der Blues ist vorbei, mehr Platz. Bis jetzt war nichts passiert. Vielleicht kommt auch gar nichts mehr. Und dann eines Tages, lange nach dem Einschluss,
Dann, wenn hier schon lange nichts mehr passiert, wenn die Gefangenen alle schon ihre Schlafanzüge tragen, dann hören wir es. Klack, klack, klack. Boom. Ungefähr 15 Beamte stürmen nach und nach in unsere Zelle. Es ist ein Fluss aus Uniformen. Nur einer redet. Aufstehen, 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 Hände auf den Kopf, Hände auf den... Wir gucken uns an, schütteln den Kopf. Hey, was ist hier los, Mann? Und obwohl ich etwas schockiert bin von der Menge an Sicherheitsbeamten mit Overalls und voll auf Agro, denke ich, hey, das ist eine Kontrolle, Haftraumkontrolle. Und ich war damals noch frech in solchen Situationen. Das habe ich heute komplett ab... Vor kurzem war ich frech zur Polizei. Aber ich habe gedacht, ich habe es komplett abgelehnt. Ich habe es fast komplett abgelegt. Damals brachte ich noch das volle Programm. Augenrollen, Seufzen, extra langsam, Alter, ja, ich drehe, soll ich echt mich drehen und langsam umdrehen? Dumme Kommentare, ja, ihr seid so stark, ne, ja, und gefährlich, ja, ich hab schon Angst, wir haben alle Angst jetzt. So war ich. Im Gang bellt ein Hund. Mein Kopf sagt, sie kommen für die Drugs. Und Andrucha muss als Erster raus. Alles geht eigentlich sehr schnell. Und kurz darauf schiebt man mich nach draußen. Schupp. Auf dem Gang werde ich nochmal so durchsucht. Und ich sehe, wie Andrucha in die andere Richtung weggeführt wird. Den Gang entlang. Und ich denke mir, schau mal, die sperren den in eine Haltezelle. Aber irgendwas stimmt nicht an dem Bild, das ich sehe. Und so im ersten Moment, ich check's nicht, ich bin hier abgelenkt, ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, dass wir beide uns erst ein Jahr später wiedersehen werden. Und der Hund stupst mich, schnüffelt an mir rum. Ich alber rum, so, hey, mach mal langsam, ja. Dafür zahlen andere Leute so. Und der Leiter der S&O schaut nochmal kurz so aus dem Haftraum raus mit seinem Klemmbrett, schaut mich an, nickt. Das war's, Pollux. Auf geht's. Was geht denn heute noch und so? Mach weiter meine witzigen Gags. Was ist los? Was ist los? Plötzlich packt mich da eine am Arm so und will mich drehen. Ich so, ey, langsam. Ein anderer zieht an mir, packt mich. Und ich merke, die sind wirklich aggro. Und gerade als ich maulen will, fällt mir auf, was an dem Bild mit Andrucha nicht gestimmt hat. Er trug Handschellen. Und dann geht's schnell. Und das ist echt selten in U-Haft. Der Beamte, der an mir rumdrückt, hat schon das nächste Paar in der Hand. Und ich begreife langsam, was hier passiert. Die Handschellen klicken und man führt mich den Gang runter. Ich drehe mich nochmal um und es ist das letzte Mal, dass ich unsere alte Zelle sehe. Nach all den Monaten, die wir hier gemeinsam gelebt, gelacht, geweint und gelitten haben, ist das hier das Ende meiner Zeit in Amberg. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an all die Menschen, die uns begegnet sind. Herbert, Pranas, Spechti, Chris und Lux und Red, der eigentlich für mich Rache nehmen wollte. Eddie Ebler, der mit seinem Komplizen der Raupe eine Juwelierin und dann sich selbst getötet hat. Iba, Panzer, wisst ihr noch, wir haben gedealt, wir haben gekämpft, wir haben einen Zahn verloren. Wir hatten eine Gerichtsverhandlung. Wir lernten Josef, den Amokschützen und viele, viele andere kennen. Und ist es komisch, wenn ich sage, ich bekomme bei dem Gedanken ein bisschen Heimweh? Die Handschellen sitzen sehr eng. Und da sie hinten drauf sitzen, muss ich etwas nach vorne gebeugt laufen. Ich trage einen hellblauen Schlafanzug. Und was trage ich jetzt, Mann? Und Adiletten und wünsche mir von ganzem Herzen Socken. Man bringt mich in eine Wartezelle. Ich kriege meine Hände wieder auf. Ich muss mich komplett ausziehen. Krieg nach der Leibesvisitation zum Glück eine Garnitur Anstaltskleidung. Die Hosen sind zu eng und gehen nicht mal über meine Knöchel, was immer richtig nervt. Und ja, keiner sagt mir, was los ist. In dem Moment, wieder alleine, komplett, denke ich an Tante Hanna. Sie sitzt immer noch im Gefängnis wegen mir. Meine Tante sitzt immer noch wegen mir im Knast. Nach einiger Zeit kommen die Sicherheitsbeamte wieder und die legen mir einen Gurt um. Und diese Gurte, die haben hier so Ringe und in die Ringe machst du dann die Handschellen rein und dann wird es so befestigt und dann musst du die Hände nicht hinten haben. Aber du bist sehr eingeschränkt. Du kannst dich gerade noch so, kannst dich an der Nase kratzen.
Und dann laufen wir los, die Beamten schmeißen mir noch einen Parker drüber und ich muss mich in den Van setzen. Mitten in der Nacht bringt man mich weg aus Amberg. Wieder mal habe ich es übertrieben. Wieder mal gibt man mir das Gefühl, ein gnadenloser Gangster zu sein, ein Monster. Und mit jedem Mal schmeckt mir der Gedanke besser. Ich komme besser damit klar. Es beginnt zu schneien, als wir Richtung Süden in die Nacht fahren. Ich frage mich, wie ich an meine ganzen Sachen kommen soll. Sind alle noch auf Zelle? Ich frage mich, ob ich meine Kameraden je wieder sehe. Und ich frage mich, ob ihr mich lyncht, wenn ich jetzt in die Winterpause gehe. Leute, das war's für heute. Und wie gesagt, das war das Staffelfinale, wenn man so will. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder, wenn ihr mögt. Haltet mir gern die Treue, pusht den Channel auch weiter, wenn die Sonntagsfolgen pausieren. Wir hauen auch weiter Videos raus, vielleicht ein paar mehr Reactions um irgendwelche aktuellen Sachen. Bushido habe ich voll verpasst. Umschluss und Verhör laufen auch weiter. Und ich erzähle euch, wie das alles weitergeht. Versprochen. Für die Leute, die hier supporten, auf Patreon kommen weiter Podcasts. Wir haben einen super Podcast mit Hubi gemacht. Ich mache einen Podcast mit meinem Lieblingsmenschen Jay, dem Jigger. Der ist gerade nach 15 Jahren Haft entlassen worden, ist seit 3 Wochen hier. Wir haben schon angefangen, den Podcast aufzunehmen. Wir werden jede Woche eine Folge rausballern. Die gibt's exklusiv auf Patreon. Ich gehe auch weiter auf YouTube live. Ich werde euch nicht allein lassen, wenn ihr mich nicht allein lasst. Einverstanden? Caro hat einen Kalender hier hinten aufgehängt, der ist sehr gut. Ich hab den aufgehängt. Miss Unverblümt, die hat ihn auch gar nicht unauffällig hier mitten ins Bild gehängt. Ja, da sind ganz, ganz viele Bilder von Caro. Nackt drin. Nackt. Also wenn ihr meine Kamerafrau nackt sehen wollt, da ist der Kalender. Meldet euch auf Instagram, Miss Unverblümt. Checkt euch den Kalender ab. Es bleibt mir nur noch euch allen zu danken. Der Gang. Meinen lieben Mods, meinen Patrons, ihr alle seid die, die dem Channel hier Leben einhauchen. Und zu guter Letzt jetzt noch, ach, der Caro sage ich auch mal danke. Hey, schön, dass du noch da bist. Danke, Caro. Danke dir. Danke, Julia. Bei der Gelegenheit natürlich auch danke an meine Familie, dass ihr den Unsinn hier mitmacht. Ich habe nämlich wenig Zeit in letzter Zeit für alle anderen. Okay, auf. Produzenten der Folge. Eigentlich müsste ich die mittlerweile auswendig kennen, aber es kommen auch immer neue dazu. Unter anderem Pablo Peckermann, mein Mann in Hannover. Es ist so gut, dich hier zu sehen. David Andjelkovic, Martin Heistermann, Tim Bolender, U1312, was das wohl heißt? 1312, kenne ich irgendwer. Sonja Hoffmann, voll schön, dass du es geschafft hast. Sarina 12317, Legend Slam, Steffen Hansmann, sein Profilbild spricht aus meinem Herz. Jetzt kommt meine Andreas her. Andreas Patsch, Andreas Dahmen. Grüße über den großen Teich. Stars, Thomas Rimroth, Miguel Angel, Bühni, Kanik96, hör mal auf, der kann viel. Overplay, Matt Supreme, Bindestrich, Alex Richter, Machiko. Hey, Machiko, unser Bro, der war heute hier. Wie war der? Cool. Ja, ne? Nini Pro, Nico Dean, Samira Kleb und das ist auswendig. Sandrax_.de, Chris Stixel, Alex, Harald Lang, Jay Pendragon, Diana, Kevin Tretter, René Häusel, wie es jede Woche dieselben sind. Mann, ich liebe euch, vielen Dank. Miss Teenie Bell, jetzt schmeißen wir noch die Kuh vom Fahrrad, sagen Sascha M. liebe Grüße und dann bleiben nur noch 2. Marco Z. Mann, Michelle Rossi. Michelle, vielen Dank für das Headset. Leute, das war's. Staffelfinale, Folge 69. Falls ihr es gar nicht aushaltet ohne meinen Sound, könnt ihr auch bei Podimo vorbeischauen. Da haben wir mittlerweile 2 Podcasts. Ich verlinke das alles in der Beschreibung. Vielen Dank. Wir sind raus. Aber natürlich, Opfer. Ich mach's so eng, wie du willst. Lass uns mal anfangen. Mir tut die Lippe weh. Ich mach's einmal langsam, falls es nicht geht, dass man's erinnert.
Clark, Clark, Clark. Das kommt bestimmt in die Outtakes.